Kühlergrill-Scheinwerfer flanken und das Heck. Wenn optisch alle Register gezogen werden, treffen sich Schönheit und Form. Und mittendrin eine, die aus der Sonne kommt und sie gleich noch mit ins graue Berlin bringt. Ex-Desperate Housewife Eva Longoria verzaubert die Hauptstadt. Yes, it's very cold here. Ja, es ist wirklich sehr kalt hier. Und wenn man aus L.A. ist, wo immer die Sonne scheint, ist das schon anders. It's very different. Und so stimuliert die 37-Jährige wohl alle Sinne an diesem Abend und lässt den Nebendarsteller mit seinen ausgeprägten Rundungen auch dem Letzten noch den Kopf verdrehen. Es ist Citroën DS3 Cabrio Pre-Launch Party oder wie spricht man das in Deutschland nochmal so richtig aus? Citroën? Citroën. Ja, ich habe mich heute gefragt, wie man das wirklich ausspricht, weil Deutsch, Englisch, Französisch, eigentlich ist es eine französische Firma. Davon aus muss ich Französisch ausgesprochen, aber ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Französisch. Egal, ob es hier grau und kalt ist oder Malibu-Wetter, Eva fühlt sich schon direkt nach der Landung wie zu Hause. Das hat sie auch gleich ihren Fans online mitgeteilt. Deutschland ist gleich German-Schnitzel. Dass sie das nur angeschaut haben könnte, mag man bei diesen Formen kaum glauben, aber das Schnitzel war schnell weg, oder Eva? Yes, of course. Ja, natürlich, das war sehr lecker, aber ich habe nur ein halbes geschafft. Okay, dann eben doch nur ein halbes. Den eigentlichen Grund des Besuches hatte sie ihren Fans bis zuletzt verschwiegen, denn in der Hauptstadt sollte die erste göttliche Allianz entstehen. Der Citroën DS3, genannt La DS, die Göttin, trifft auf eine der wohl göttlichsten Hollywood-Stars überhaupt und macht die Allianz perfekt. Ja, total süß, also wunderschön und klein und zierlich und wie man es ja auch schon vermutet hat und ganz, ganz freundlich, ganz süß, ja. Ja, großartig, total sympathische Frau, eine taffe Frau. Ich finde sie sehr, sehr hübsch und ich freue mich, dass sie heute in Berlin ist. Von Frau zu Frau kann ich nur sagen, top. Da muss man doch wirklich nichts mehr nachhelfen, oder Herr Professor Mang? Also sie ist eine Traumfrau. Ich habe gesagt, sie braucht überhaupt keine Hilfe von mir. Sie sieht klasse aus. Sie ist ein positiver Mensch und Ausstrahlung ist ja viel wichtiger als Botox. Wohl wahr, und so treffen sich an diesem Abend Design und schöne Formen an jeder Ecke. Und neben der automobilen Göttin mittendrin die göttlichste Hausfrau aus L.A.